Hallo und herzlich willkommen zu deinem Lebeglücklich-Podcast, dein Podcast für deine Seele. Mein Name ist Linda Giese und ich freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast. Heute zu einer neuen Folge, in der es um unsere Ängste gehen soll, trotz spiritueller Entwicklung. Du bist auf dem spirituellen Weg, hast Vertrauen in dich sowie ins Leben, doch spürst du immer wieder Ängste? Es ist sogar gut möglich, dass gerade weil du wächst, sich Ängste zeigen. Und woran das liegt, das klären wir hier in dieser Folge. Das Problem der Angst ist für viele von uns immer noch ein Thema und zeigt uns auf, wo wir noch nicht vollständig sind. Vorweg sei gesagt, vollständig sind wir immer. Doch haben wir den Raum unserer Vollständigkeit noch nicht vollends bewusst eingenommen. Das darfst du ruhig als gute Nachricht auffassen. Du musst also nicht besser werden, sondern nur in deine Schuhe hineinwachsen oder dich in deiner vollen Größe entfalten. Es zulassen, dass du richtig bist, so wie du bist. In deiner Ganzheit ist also ein Bereich, der, sagen wir mal, eine Delle aufweist. Da du diesen Bereich noch nicht ausfüllst, egal ob Existenzängste oder du dich in manchen Situationen vom Leben überfordert fühlst, vielleicht hast du auch gesundheitliche Ängste oder du hast Angst, allein zu sein, Angst vor Dunkelheit, Prüfungsangst, Angst, dich zu zeigen. Was gibt's noch für Ängste? So unfassbar viele. Was auch immer deine Befürchtung ist, sie hat mit dir und deiner Sicht auf dich und dein Leben zu tun. Diese Angst hat wahrscheinlich Gründe, die weit in deiner Kindheit liegen. Und es ist gut möglich, dass du an diese Gründe auch nicht mehr herankommst. Musst du auch nicht. Denn das Leben, das strebt nach Ganzheit und nach Balance. Es wird also dafür sorgen, dass du immer wieder auf diesen Bereich aufmerksam gemacht wirst, bis du dein Sein in voller Akzeptanz auch in diesen Bereich hineinfließen lässt. Heute Morgen hatte ich selbst wieder eine Begegnung mit meiner Delle. Meine Nerven lagen seit Tagen blank. Ein Wasserproblem, welches ich nicht in den Griff bekomme, fordert mich aufs Schärfste heraus. Ein Fachmann ist erst in Tagen in Sicht. Dann gab es am Vorabend noch ein Technikproblem, welches mir nicht möglich machte, mit meiner Home-Community zum fest verabredeten Zeitpunkt in Kontakt zu treten und eben das zu bedienen, was wir ausgemacht haben. Mein Perfektionismus bekam also so richtig die Keule. Erstmal ein Gin Tonic, atmen, beten und dann ins Bett. Für den Abend war nichts Gutes mehr zu erwarten. Mein Gedankensystem hatte sich sowas von verkantet und mein Blick sah nur noch Probleme. Als ich dann am Morgen aufstand und feststellte, dass der Gin Tonic und all mein Beten nichts geholfen haben und die Probleme immer noch da sind, passierte etwas mit meinem Körper. Angst stieg auf. Ich konnte förmlich spüren, wie die vermeintliche Bedrohung von den Füßen an aufwärts stieg, bis sie oben an den Haarspitzen angekommen war. Ich hörte mein eigenes Blut in meinem Körper rauschen und was dann abging, war erstaunlich. Tiefe Gefühle der Überforderung, übermächtige Sorgen, die sich sogar auf Lebensbereiche ausdehnten, die noch völlig intakt sind. Mein Verstand packte schon den Notfallkoffer für die Flucht. Wohnung kündigen, ausziehen, Hartz IV anmelden, alles runterfahren, was irgendwie nur geht. Also eine absolut unnötige und völlig überzogene Panikreaktion. Was passiert in solchen Momenten? Das Leben weist uns auf unsere Delle hin, damit wir sie auswuchten, indem wir unsere Größe, unser Selbstvertrauen und unsere Selbstliebe ausdehnen. Wir kreieren uns also immer wieder Lebenssituationen, die Stress aufwerfen, damit wir wachsen. Bei mir ist es ganz klar die Delle, alleine nicht lebensfähig zu sein. Von außen betrachtet ein echter Witz, selbst für mich. Ich habe mir was Tolles aufgebaut, und zwar aus eigener Kraft. Beruflich bin ich seit 19 Jahren selbstständig, habe eine tolle Tochter großgezogen, bin seit Jahren alleine, also Single, ohne rettenden Prinzen, der wie durch Zauberhand alles für mich regelt. Und ich bekomme mit Womanpower alles super hin. Woher kommt dieses blöde Gefühl, nicht lebenstauglich zu sein? Ich stand also mit meiner Angst bis in die Haarspitzen in meinem Bad und fühlte die absolute Überforderung. Da war es wieder, das kleine Mädchen in mir. Die kleine Linda, der man immer erzählt hat, aus dir wird nix. Die schon zum Start ins Leben ungewollt und ungeplant um die Ecke kam. In jeder Hinsicht zu früh, sodass auch der Brutkasten noch herhalten musste. Die kleine verträumte Linda, die irgendwie immer überfordert war, weil sie das Leben und seine Anforderungen einfach nicht begriffen hat. Ich war geschockt.
Gerade nach diesem tollen Wochenende voller Energieanhebung während meiner Chakra-Therapie-Ausbildung. Die gigantischen, ja regelrecht bahnbrechenden Feedbacks meiner Teilnehmer hatten in mir ein Hochgefühl hervorgerufen. Spirituell war ich vollends connected. Wie konnte es sein, dass überhaupt Probleme auftauchen? Und dann noch diese alten, diffusen Ängste. Diese Diskrepanz zwischen logisch Sichtbarem, denn da du bist gut, wie du bist, und dem authentischen Gefühl, ich bin nicht lebensfähig. Das ist ein ganz klarer Hinweis auf eine Delle und zeigt uns auf, dass mit allem, was wir im Außen schaffen, niemals das innere Defizit gelöst werden kann. Und das gilt auch für die Spiritualität oder gerade da. Immer wenn du spirituell wächst, dich hochschwingst, im Aufstieg bist, dann wird es eben so sein, dass nach dem Hochgefühl, eine neue Ebene erreicht zu haben oder etwas bewältigt zu haben, sich Themen zeigen, die du mit deinem Sein noch nicht ausgefüllt hast. Du spürst Angst, drehst dich in dieser Angst im Kreis, willst sie weghaben oder verbeißt dich in Lösungssuche, so wie ich. Annehmen, das ist die Lösung. Ich setzte mich also auf den Badezimmerboden und nahm die Probleme an. Es musste jetzt keine Lösung her. Es war okay, dass ich nicht perfekt war, dass ich nicht alle Erwartungen erfüllt habe. Es war in Ordnung, so wie es war. Ich war in Ordnung, so wie ich war. Ich nahm die kleine Linda in den Arm und sprach mit ihr, ganz ruhig, nicht viel. Es gab nicht viel zu sagen. Keine tröstenden Worte, keine Kleinmacherei der Problematik, sondern einfach nur, dass alles so ist, wie es ist und dass ich gerade auch keine Lösung wüsste. Doch das Problem nicht lebensbedrohlich sei und wir somit auch keine Gefahr haben, also stellt keine Gefahr dar. Wir müssen auch nicht alles wissen oder können. Es sei völlig normal und es ginge anderen auch so. Und damit verschwand die Angst. Es kehrte Ruhe ein. Das Leben hat mir gezeigt, dass ich vieles hervorragend mache. Ich konnte mich in den letzten Wochen sehr freuen und auf einige Erfolge blicken dürfen. Es zeigte mir, dass ich gut bin, wie ich bin. Und ich spürte es auch durch und durch. Und dann zeigte es mir meinen blinden Fleck, meine Delle. Diese Delle ist letztendlich etwas Wunderschönes. Es ist das kleine Mädchen, was mich wahrscheinlich immer begleiten wird. Und es macht sich bemerkbar, wenn ich wachse, damit ich es nicht vergesse, damit ich es an die Hand nehme, es mitnehme, damit ich es sehe und seine ganz normalen kindlichen Ängste wahrnehme, wenn es mal gerade zu steil bergauf geht oder ich mich in ein unbekanntes Wagnis stürze. Eigentlich sucht das kleine Mädchen in mir nur Schutz, Sicherheit und Geborgenheit. Und das ist auch gut so. Und das wird es auch von mir bekommen. Also, wenn auch du das Gefühl hast, dass mal gerade wieder so eine Delle in deinem Leben sichtbar wird, die Angst in dir aufsteigt und du dich selbst kritisch hinterfragst, wie das sein kann, obwohl du doch schon spirituell so weit gewachsen bist, dann schau mal hin. Vielleicht ist der kleine Junge in dir oder das kleine Mädchen in dir gerade einfach nur überfordert. Es kennt die Welt nicht mit allen Anforderungen. Vielleicht möchte es einfach nur, dass du mal kurz innehältst und dein inneres Kind einfach mitnimmst, ihm Schutz gibst. Ja, das ist es schon, was ich heute mit dir teilen wollte. Wenn es dir gefallen hat, vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren. Vielleicht magst du mir auch einen schönen Kommentar dalassen. Und wenn dich die Ausbildung interessiert zur Chakra-Therapie, dann schau mal in die Shownotes. Von Herzen wünsche ich dir das Allerallerschönste. Deine Linda.